So, Aliando, hallo, meine ich natürlich und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Alice Greatness Returns. Und ich kann heute gar nicht sprechen, aber das ist auch egal. So, und wir machen hier doch mal direkt weiter. Wie immer eigentlich, wie immer machen wir direkt weiter. Und jetzt schauen wir mal, was uns denn hier so erwartet. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, was wir letztes Mal so gemacht haben. Denn es ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich gespielt habe. Aber ich denke, wir werden es herausfinden. Schlüsselloch. Und wir gucken nochmal kurz, ob es noch was anderes gibt. Nee, gibt es nicht. Gut, ja. Wir sollen zur Raupe, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher. Die kann ich nicht zerschneiden. Warum ist die Maus eigentlich auf einmal so mega schnell? Was ich sonst nicht. So, da geht's auf irgendwelche Kisten. Da ist eine Schweinsnase. Und hier? Und hier? Hier geht's dann weiter, würde ich sagen. Oder? Wohin denn jetzt als erstes? Huch. Ich habe keine Ahnung. Wir fangen mal hier unten an. Keine Zähne überall. Seltsam. Die Frage, wenn ich hier runterspringe, komme ich da wieder hoch? Aber ich nehme schon. Gewittert. So, aber warum sind hier überhaupt keine Zähne mehr drin? Das ist ein bisschen komisch. Sehr seltsam. Was haben wir denn hier noch? Da sollte ich vielleicht nicht gegenkommen. Was ist das denn? Hebel, oder? Bin ein wenig verwirrt. Da ist ein Hebel, genau. Das weiß ich. Und was ist das? Hier gibt es Zähne, sagen sie. Wo? Also hier geht's doch sicherlich weiter, oder? Das sieht doch mal voll danach aus. Sind überall Zähne eingezeichnet, aber ich weiß gar nicht wo. Wo muss ich denn dafür hin? Was ist das da? Ja, ich glaube, das soll heißen, dass es weitergeht. Ich bin einfach gerade ein bisschen irritiert. Weil wie gesagt jetzt, oder hab das schon länger nicht mehr gespielt gerade. Und weiß nicht mehr, wo ich als erstes war und was ich machen muss und überhaupt. Katastrophen können alle Familien treffen, Miss Little. Der Schaden der einen kann natürlich der Vorteil einer anderen Familie sein. Und dasselbe gilt für ein überlebendes Familienmitglied, wenn du verstehst, was ich meine. Das hatten wir doch schon mal, oder? Das kommt mir zumindest sehr bekannt vor. Hui. So, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Waren wir jetzt hier schon mal oder waren wir noch nicht? Wohin muss ich eigentlich und was mache ich hier und ich habe keine Ahnung. Ah, Hilfe, ich bin irritiert, aber ich brauche erstmal was. Uah, voll geil. Ach Mist, jetzt haben wir uns hier hinten abgeschnitten, aber naja, egal. So, dann hier einmal rein, dahin, okay. Das ergibt ja noch Sinn, was war das da hinten? Vorsicht. Patsch, patsch. Was ich von der Kanone hier halten soll, weiß ich auch noch nicht so richtig. Au! Was? Moment, hier war anvisiert. Um die Wand in der Ferne zu zerstören. Ah, okay, die da hinten. Alles klar, Hui, Platsch. Na jo, da fährt jetzt also was hin und her. Das muss man sich also auch merken. Und hier haben wir noch eine Erinnerung. Eine Flasche? Eine Flasche. Stimmt, so sehen Flaschen aus und, nicht Erinnerung. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, da drüben rüber zu fahren.
ist natürlich die Frage, da scheint es weiterzugehen, zumindest wenn man der Zeichnung an der Wand glaubt. Und da drüben ist ja, glaube ich, auch nicht so die beste Idee, da jetzt so hinzugehen, sondern wenn, dann hier drüber. Dann hier hin. Naja, hochspringen, ne? Ihr wisst ja Bescheid. So, sorry, ich bin ein bisschen schweigsam gerade. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich super gute Laune. Aber manchmal ist das ja so. Ich komm wahrscheinlich einfach nur daher, dass ich hier gerade ein bisschen irritiert bin. Und nicht so genau weiß, was ich jetzt machen soll. Ein bisschen Sorgen, dass hier alles von der Decke fällt und ich habe einen Frame down. Lalalala. Jetzt. Na, wobei. Wir warten doch mal lieber den Frame. Stein wieder ab. Schneller! Ja! Und weiter geht's. Was generiert sich hier? So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen in das Kampfsystem reinkommen. Denn das kann man ja auch mal vergessen. Aber das kennt ihr ja schon. Ah, aua! Da war die Taste zum Ausweichen. Jetzt habe ich gerade eine Leertaste gehämmert. Jetzt wird man hier irgendwie zum Fernkämpfer, also ein bisschen, weil die Waffen halt extrem stark sind. Wirft er gerade von da hinten aus? Ja, das tut er. Na, geil. Jo, ganz tolle Idee. Ausweichen! Ausweichpower! Und nochmal zurück und zurück. Und jetzt nochmal hier schön mit der Kanone drauf. Au! Das ist stimmt. Ah, ja, das wird nochmal klappen. Ah, da oben liegt noch ein scheiß Teil hier. Warum blockt der denn alles? Wir müssen rausgucken, oder? Jetzt läuft es hier. Jupp. Geh weg. Du bist hässlich. So hässlich. Und stirb. Ist natürlich blöd, dass der andere jetzt runtergefallen ist, weil ich hätte gerne die Rose gehabt. Ah, da ist er. Gute Fahrt, kommen Sie doch mal wieder her. Hallo. Blup, blup. Ja, ist die Rose runtergefallen. Scheiße. Egal, wird schon passen. Jetzt müssen wir hier also hoch. Na dann. Okay. Ah, schön, sehr schön. Heilung. Das ist euch schon aufgefallen, ich habe endlich keinen Husten mehr. Yay, endlich keinen Husten mehr. Hey, da oben sind Teile des alten Zuges, vermute ich mal. Ah, diese Frame Downs. Nur in diesem Spiel habe ich die. Und ich verstehe nicht warum. Aber das habe ich ja schon auch tausendmal gesagt. Und ich hoffe, ihr entschuldigt das. Also die Frame Downs, nicht, dass ich das schon tausendmal gesagt habe. Ich glaube, solches kann man nicht oft genug sagen. Am besten in jeder Folge dreimal. Das war ein Speicherpunkt und mit Frame Down verpackt. Uah, nicht da rein! Das ist keine gute Idee, dass ich so richtig im Sinn habe. Au! Vorsicht, Vorsicht! Kann man da reingehen? Och, man kann doch da reingehen. Zack, zack! Schlitz, Schlitz! Huch. Haben wir noch was Verstecktes? Nee. Ah, wir haben vorhin auch das mit dem Ohr natürlich übersehen. Also, Quatsch, mit der Schweinsnase wollte ich eigentlich sagen, nicht mit dem Ohr.
Das ist natürlich blöd. Aber es nimmt so. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh, keine Ahnung. So. Ob der uns jetzt verfolgt oder ob wir den jetzt gekonnt ignorieren können, man weiß es nicht. Hallo? Blubberst du dich wieder hoch? Nö, ich glaube nicht. Na komm. Zack, Schnetzel, Schnetzel. Dass die jetzt auch wieder kommen, die Geschirre. Ein bisschen seltsam. Au. Au. Look, look, weg ist das Ding. Au. Noch eins. So. Super Trooper. Wie Abba jetzt sagen würde. Hallo? Wollte sie gerade nicht mehr groß werden. Seltsam. Jetzt geht's wieder. Ja, wer weiß. So, und da müssen wir jetzt drüber. Ist das richtig? Scheint so. Und, dass die jetzt auch hier bei diesen Sprungflächen auftauchen, das ist ganz schön fies. Ich wäre jetzt gerade fast einfach runtergesprungen. Klopp. Zehner. Oh Gott, war das ein Fehler? Nee, ich glaube nicht. Oder vielleicht auch? Ich bin mir unsicher. Ehrlich gesagt, ich bin mir unsicher. Wir werden sehen. Und, okay, jetzt brauche ich natürlich auch hören. Ach, ja. Wer hätte denn das erwartet? Okay, okay, hier muss ich mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Fährt zu viel hin und her. Ja. Sehe ich natürlich gerade, natürlich erst jetzt, beim Springen zumindest, dass da hinten ja noch was ist. Kriege ich das hier angeschossen? Ja, das geht. So, wir dürfen jetzt. Puh, ob ich da wieder hinkomme, ich würde es ja schon gerne mitnehmen. Aber ich vermute fast nicht. Vor allen Dingen habe ich jetzt gerade keine Ahnung, wann die Plattform kommt. Das wäre Glück pur. Wahrscheinlich spawn ich jetzt wieder da vorne, oder? Bin ich jetzt gespawnt? Hallo? Ja. Genau. Ja, gut, dann haben wir jetzt was übersehen, ist halt blöd. Der Anblick, die Ausdünstungen, der arge Klang. Was hast du gedacht, Alice? Nichts? Aber irgendwie ist dieses Level gar nicht so toll für dich. Also ich fand die bis hinten, wenn die davor einfach viel, viel schöner. Und jetzt kommen gerade hier so Massen an Gegner.